Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind in Folge 225 und wir stehen wieder mal vor der ersten Mod. Genau, eine platzierbare Sache haben wir heute und danach haben wir ja, einen Teleskoplader, wir haben noch einen Drescher und noch einen Traktor. Also wir haben so ziemlich von allem so ein bisschen was. Wir fangen aber an mit diesem kleinen Unterstand, Halle, wie auch immer ihr möchtet. Hier mal rein, da seht ihr selber, hier ist zwar Licht, aber ich sehe jetzt gerade keinen Schalter. Und guck, ob eine Schalterreaktion noch irgendwann kommt oder eine Anschaltreaktion. Das sieht nicht danach aus, deswegen gehe ich mal davon aus, dass das Licht hier angeht, wenn es dunkel wird. Ja, im Prinzip habt ihr das Ganze schon gesehen. Wir haben hier mit einer Stufe etwas höher gesetzt hier eine Möglichkeit, um größere Fahrzeuge unterzubringen, wie auch Dreschergeschichten und sowas. Da gehen hier drei Stück rein und eine etwas kürzere Variante, wo halt kleinere Geräte reingehen, aber auch hier dürfte schon ein Drescher reingehen. Da dürfte sogar was ein Traktor reingehen mit Gerät hinten dran. Das heißt, hier könnt ihr ganz locker drei sehr große und drei große Geräte unterbringen. Habt auf der einen Seite noch eine Außenwand, Rückwand habt ihr immer und hier habt ihr die Sache dementsprechend offen. Ihr könnt natürlich auch hingehen und hier einen Roadtrain drunter parken, rückwärts, wer darauf Lust hat. Wir haben hier schöne Holzbalken dementsprechend mit einem schönen Sockel gesetzt, sieht man dementsprechend auch. Texturen sieht man hier jetzt im Licht hier gerade nicht so praktisch, das gestehe ich zu. Aber hier sieht man es, das sieht auch okay aus. Ne? Ich meine, gibt Schöneres, das ist aber immer so. Ne? Und auch hier die Bretter, die sehen auch ganz okay aus. Ne? Da kann man nichts zu sagen. Also, ein schöner Unterstand. Ne? Wir schauen einfach mal, was der ganze Spaß daran kosten soll. Nehmen wir einfach mal bei Unterstände gucken. Da sehen wir es hier ganz am Ende auch schon. 86.000 müsst ihr dafür hinstellen. Das hier steht nicht ganz so super da. Da hätte man vielleicht noch was dran feilen müssen, aber ihr seht, grundsätzlich funktioniert er, ist er da und ist auch wirklich kein kleines Teil. So, ja, das war der schon. Wir hüpfen einfach eine Runde weiter und gehen hier mal auf den Platz. Und fangen mit diesem guten Stück an. Hier haben wir nämlich einen hervorragenden Melon Turbo Farmer P41.7. So heißt der. Da sieht man schön die Merlot-Beschriftung. Ne? Hier auf der Seite natürlich noch ein bisschen besser, weil der Arm das Ganze nicht verdeckt. Wir hätten hier auch hier getönte Scheiben einsetzen können. Ich hätte das Ganze hier mit und ohne Gitter kriegen können. Wir hätten auch andere Grundfarben wählen können. Also, ja, ein kleiner Schnitt. Ne? Also wie gesagt, wo war ich denn geblieben? Ja, hier sind da so ein paar Möglichkeiten dran. Wir haben Farbwahl mit dabei. Wir haben hier hinten noch eine Aufnahme. Hier hätte ich auch ein Gewichtsset dran setzen können. Das heißt, hier hätten auch mehrere Gewichtssachen laufen lassen können. Hier seht ihr ganz normal die Teleskopgeschichten. Ich mache immer so einen Standardkram. Licht hat funktioniert. Ne? Ihr seht hier selber rundum leuchten gehen. Blinken tun wir auf beiden Seiten. Also das ist alles soweit okay. Innenbereich können wir uns auch angucken. Wenn wir hier Licht anmachen, passiert so nichts, weil wir nichts anhaben. Ne? Wir haben einen schönen Sitzpart hier drin. Das sieht alles soweit gut aus. Ich mache Motor an und dann seht ihr, da sind die Tasten und sowas da so ein bisschen beleuchtet. Sieht ein bisschen komisch aus der Joystick, aber im Prinzip, ne, ihr seht selber auch die Armaturenbereiche da, das sieht gut aus. Ne? So, ja, wir haben natürlich steuerungsmäßig alles da. Ihr seht selber, ich kann hier Winkel hoch, runter und das Ganze natürlich auch ausfahren. Und man sieht auch hier am Arm oben ist auch nochmal extra Licht dran. Ne? Also hast du schön gemacht. Ich mache den Motor jetzt nochmal aus und dann drehe ich da einfach mal eine Runde mit. Ja, Bremslicht geht, Rückfahrlicht hat er keins, Allradlenkung, wie ihr seht, damit könnt ihr also hervorragend eng um Sachen rumfahren. Also macht echt einen guten Eindruck und sieht gut aus. Wir gucken uns das Ganze im Shop an, finden wir dann natürlich, wie jetzt gesagt, unter Teleskoplader ganz am Ende. 90.000 ist damit eingetragen mit 140 PS. Wenn wir so die Vergleichsgrößen hier machen, so irgendwie in dem Bereich 90.000, sind wir bei 129 PS, 136 PS, also er liegt preislich eigentlich schon ganz okay, ne? Muss man zugestehen mit der Größenordnung hier. Ja, wir gehen drauf und wir sehen, wir hätten hier eine Farbwahl gehabt, hätten das Ganze auch in hellblau machen können. Ich kann hier den Türmodus einstellen, ich habe hier Design auch hier, wie ich schon sagte, mit Heckgewicht. Das zeige ich auch mal hier, da kann ich also schön, da sieht man auch richtig, wie er hinten absackt, ne? Also schön das. Scheiben hätten wir auch, wie gesagt, einmal mit Gitter, das habe ich ja gemacht. Das Ganze gibt es aber auch getönt mit Gitter. Und wir hätten auch noch ein bisschen größere Reifen kriegen können, andere Reifenhersteller. Und wir haben das Zugmaul hinten, hatte ich angeschaltet, das habt ihr gesehen. Das kann man zusätzlich eh noch machen, auch wenn das Gewicht da ist hier unten. Ne? Da könnt ihr immer noch was dranhängen. Also, schöne Geschichte, schönes Teil.
Hab noch was vergessen. Hier unten wäre natürlich auch die Felgenfarbe gewesen. Ne? Ja, fast übersehen. So, wir hüpfen eine Runde raus und gehen eine Runde weiter und kommen zu diesem Traktor hier, der ein Tageslicht hat, was man nicht sieht. Also diese Beleuchtung hier stammt vom Traktor und die kann ich auch nicht ausschalten. Also das ist nicht Lichtstufe 1. Er sieht sonst optisch eigentlich ganz okay aus. Hier mit den Gittergeschichten und sowas. Alles schön gemacht. Beschriftung ist alles da. Ist der 4522. Ne? Seht ihr selber hier noch die ganzen Anschlussgeschichten. Das sieht soweit gut aus. Ich werde hier mal in die Außenansicht gehen. Seht ihr Licht? Das ist das eigentliche Tagesfahrlicht. Dann haben wir hier hinten das Arbeitslicht. Vorne Zusatzlicht. Und das ist es halt. Ne? Aber das eigentliche normale Licht, wie ihr seht, das bleibt halt so weit an. Ne? Wir blinken. Das macht auch ordentlich unten, vorne, mittig, vorne und nach hinten raus auch. Das auch auf beiden Seiten. Das ist alles ganz super gemacht. Also da kann man sich nicht beschweren und auch die Rundumleuchten gehen. Wenn wir reingehen, sieht das ganz ordentlich aus hier. Da haben wir schon Werbung. Da sieht man schöne alte Schalttafel für die ganzen Bedienungsgeschichten. Hier noch ein Beifahrersitz. Wenn ich hier jetzt Licht anmache, dann seht ihr schön eine rote Ziffernbeleuchtung. Finde ich auch eine sehr schöne Geschichte. Ist echt mal was anderes. Das Einzige, was ein bisschen komisch aussieht, ist ihr seht ihr in der Mitte diese Blinkerlichtgeschichte. Das wird auf einmal zu einem Block. Das sieht aus, als wenn das Ganze ein bisschen weit vorgerückt wäre und hätte eigentlich hinter einer Texturebene gehört, um das Ganze anzumachen, aber es ist eine andere Geschichte. Hier oben schön der Aufkleber, Spiegel und sowas gehen. Zusatzfunktionen hier haben wir jetzt soweit nicht. Das ist aber alles soweit okay, finde ich eigentlich. Ne? Das Einzige, was hier das Problem ist, oder vielleicht auch nicht, ne, ist, dass er immer Licht an hat. Das muss man halt selber wissen, was man davon hält. Ne? Wir gucken uns den mal im Shop an. Finden wir unter Großtraktoren, weil da liegt er nämlich jetzt richtig los. Grundpreis 200.000, aber wir haben 427 PS, 560, aber es gibt noch eine kleinere Variante, die hat nur in Anführungsstrichen 494 PS. Wir haben die Möglichkeit, noch einen Abstandshalter zu setzen oder halt gleich die Zwillingsbereifung drauf zu klemmen. Ne, wenn wir das alles machen mit Zwillingsbereifung, allen drum und dran, sind wir bei 220.000. Wenn wir dann hier die große Motorvariante machen, haben wir dann mal 225.000 für einen 560 PS Traktor. Das ist schon ein Schnäppchen. Ne? So sieht's aus. Und ja, mit diesem Schnäppchen werde ich jetzt hier jetzt mal noch eine Runde drehen. Ihr seht selber, Bremsverhalten und sowas, das ist alles richtig. Reifen bleiben verstehen, wenn ein bisschen zu sehr in eine Eisen geht, in eine Kurve geht. Man sieht unten, wie die Reifenverbreitung da sind, Rückfahrleuchte ist da. Ist alles soweit okay. Unterbrechung über Unterbrechung. Ja, wie gesagt, Tagesverlicht und sowas, das ist dementsprechend noch da. Aber das hier, eine Rückfahrleuchte funktioniert ja auch, habt ihr gesehen. Und das Licht, da muss man sich halt dran gewöhnen, wenn man ihn nutzen will. Weil sonst an sich gefällt er mir gut. So, dann kommen wir nochmal zum kleinen Schmankerl hier. Wir haben hier eine Mod aus dem Forbidden Mods Team. Da seht ihr es, John Deere Lance MD250-S. Und es ist ein Go-Kart. Nein, es ist ein Drescher. Wir haben hier keinerlei Möglichkeiten, Zubehör vorne zu wechseln. Also es gibt da keinen Maisblöcker dafür. Die Mod wird auch genau so gekauft. Also ich kaufe jetzt auch das Schneidwerk nicht extra. Das ist da dran. Mit der Farbbreite müsst ihr euch halt abfinden. Also wenn ihr echt eine ganz kleine Karte mit ganz schmalen Sachen habt und das Fahrzeug draufgegangen wird, aber das Schneidwerk doch ein bisschen breit ist, dann hättet ihr ein Problem. Aber wie gesagt, es ist in Wirklichkeit nicht so super breit. Ich habe jetzt mal hier das Ganze offen gelassen. Man hätte hier vorne vor auch noch eine Abdeckung kriegen können. Aber ihr seht, da ist echt alles drinne. Und das Einzige, was ein bisschen komisch ist, vielleicht auch nicht, ist halt der Fahrer, der braucht keine Heizung an sich, weil da ist der Kühler vom Fahrzeug ist direkt neben ihm. Ne? Also ja, damit läuft das Ganze, würde ich sagen. Ich setze mich immer eine Runde drauf. Ihr seht, dass er so komisch nach hinten gebeugt ist. Das hat einen Grund. Wir haben vorne eine wahnsinnige Lampe, hinten haben wir tatsächlich zwei. Hinten können wir auch signalisieren, dass wir irgendwo hin wollen. Von vorne wissen die Leute nichts. Da sieht man schön John Deere Lance Logo-Schilder dran. Typenbezeichnungen sind alles da. Wenn ich hier mal die Hilfe aufmache, dann seht ihr, ich könnte hier muss ich jetzt den Motor starten. Deswegen sitzt der gute Mensch auch so. Ich starte den Motor und dann setzt er sich richtig hin. Ich kann hier den Schneidwerkspart ändern, seht ihr selber. Und das ist es dann, wenn ich beides drücke. Dann mache ich hier noch die Klappe auf. Da, ne, seht ihr, das ist für die Belüftung, damit es nicht bumm macht. Und dann haben wir es in dem Sinne auch schon. Ne? Wir können mit V das Ganze natürlich senken, logisch. Wir können mit
Oh, das Rohr ausfahren, da seht ihr es auch, wird auch hervorragend gemacht. Seht ihr auch noch das Ende der Schnecke, die das Ganze raustransportiert. Ich mache die Hilfe schon mal wieder aus und werde jetzt hier einmal so eine Runde fahren, dann hört ihr den Sound auch nochmal vom Motor. Ja, da haben wir die 19 km/h Maximalgeschwindigkeit erreicht. Und das ist die 6 Meter Arbeitsgeschwindigkeit. Wenn ihr das Ganze jetzt runterlasst, dann seht ihr es, dann können wir hier richtig mal schön eine Runde treffen. So sieht es aus. Jetzt seht ihr auch die ganzen Animationsgeschichten an der Seite. Alles irgendwie klappert, bewegt und tut und dreht sich. Ne? Hat dementsprechend schon was, muss man zugestehen. So, ich mache das Ganze hier mal wieder hoch. Drehe nochmal schön durch die Bäume. So. Kann ich die auch wieder anheben. So. Ja, dann stelle ich das gute Stück hier einfach mal hin und zeige euch das im Shop. Ne? So einfach ist es. Da steht's. So. Das ist auch für gleich wichtig, wenn man ein schönes Foto von machen will. Und wie gesagt, ich brauche nur unter Drescher gucken, weil sonst ist nirgends was. Hier seht ihr das gute Stück nämlich. Da ist es untergebracht und es ist gleich so die komplette Einheit. Wir haben 60 PS, wir haben 19 km/h normale Geschwindigkeit, wir haben 1500 Liter oder 1,5 Kubik, 12.000 kostet das gute Stück. Wir können hier auch einen reinen Lanz draus machen, dann wird die Farbe mal minimal anders. Wir haben neben auch noch BKT, Trelleborg Reifen und dann halt Lizard. Und die Reifenvariante können wir auch eine zweite wählen. Da seht ihr, das ist ein bisschen mehr Profil dementsprechend drauf. Ne? Zusätzliche Abdeckung ist hier vorne. Das habe ich euch offen gezeigt. So sieht das dann geschlossen aus. Ne? Das ist der ganze Trick. Ja, wunderschönes Teil, kann man nicht anders sagen. Funktioniert einwandfrei. Und so steht es hier halt. Und ich würde sagen, mit dem Blick auf dieses gute Stück, ahnt ihr es bestimmt. Richtig, wir sind am Ende der Folge für heute. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen und auch über ein Abo. Das wäre natürlich super spitzenmäßig. Dann sei nochmal vielen, vielen Dank dann für die Unterstützung, die ihr schon leistet oder frisch neu leistet. Und dann bis morgen.